Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Monsters Cherry's Wonderland 3D. Ja, dich, Steve, und? Euer Cloud mit den 48 ist auch dabei. Ob ich das Spiel jetzt immer komplett nennen werde, das sei mal dahingestellt. Oder habe ich einfach nur Dragon Quest Monsters? Auf jeden Fall der komplette Name davon, ja. Ja, ne? Soll es aber mal genannt haben. Ich habe, denke ich, wenn dieser Part ausgestrahlt ist, auch die ganzen Videotitel angepasst. Was das Spiel auch den richtigen Namen hat und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins nächste Tor. Ich denke auch, das macht Sinn. Weil so viel Geld haben wir eh nicht, das ist, es lohnt sich irgendwie einzukaufen, also. Richtig, wir könnten zwar zum Markt gehen, aber ich sehe da aktuell keinen Grund für. Ne, wir haben ja eh noch überhaupt kein Heil-Item ausgegeben und ja, das wird schon. So. Und was ist eigentlich das hier? Diesen einen Stern. Das soll einfach nur zeigen, auf welcher Stufe du bist. Ah, das ist meine Stufe aktuell. Ah, ich verstehe. Ja. Deswegen wollte ich mir noch hier wieder hin, weil ich das letzte Mal, weil ich dachte, dass wir hier rein, dass uns das quasi irgendwie öffnet oder so. Nee. So. Also siehst du, die roten Tore sind Tore, die du noch nicht geschafft hast, und die blauen sind durch. Und irgendwann öffnet sich hinten das Tor, wo dann weitere ein Torraum ist, oder? Bestimmt. Und dahinter, ganz hinten, siehst du eine große Tür. Mhm. Die geht dann auf, und dann kannst du noch eine Etage runter, und dann sind da die nächsten Tore. Ah, okay. Und sonst waren es ja ein bisschen wenig Tore. So. Loading Gate. Long Gate. Was ist das nächste von der Story? Das linke oder das rechte? Können wir mal gucken, ob das andere einen niedrigeren Rang hat. Das ist 3. Also das Protection Gate ist das schwierigere. Also nehmen wir erst das hier. Wir sind Link, wir müssen Dinge kaputt machen. Manchmal findet man ja auch was da drin. Dann gehen wir mal rein, ne? So. Oh, wenn ich diese Musik höre, es ist einfach. Mhm. Vielleicht hat das ist auch das, was für mich auch den zweiten Teil von. Eigentlich auf Chaos angenehmer gemacht hat, die Dragon Quest Musik. Ah. Die Gurke, die kam auf jeden Fall erst später, glaube ich, dazu, oder? Die gab es im ersten Teil noch nicht. Da gab es so diese Bohnenkämpfer. Genau. Und dieser Schwarm, den gab es aber. Ich lasse jetzt mal die Skills drin, dass sie die ruhig nutzen sollen. Ja. Und ihr seht schon, das hier macht alles deutlich mehr Schaden. So. Ist die Frage, wollen wir den besiegen oder fangen? Kannst du ja mal probieren, ne? Kannst du mal Scout drücken und dann gucken wir mal. Seht schon, dass wir jetzt deutlich weniger Chance haben. Ja, das sind vielleicht 30. Ja, 30. Ja. Und das wird schon gar kein besonderes Monster. Das ist so, jetzt hat er sich gebufft, jetzt kannst du es vergessen. Weil, dann wird es noch schwieriger. So, wie viel EP bekommen wir hier? Ihr seht schon, aber deutlich mehr EP. Lohnt sich also hier auch deutlich mehr zu kämpfen. Ja, noch ein XP, da musst du vorher 3 Kämpfe machen. Genau. Also noch mehr. Okay. Wir suchen einfach mal den direkt zu scouten, ne? Das können wir machen. Als zweites Monster jetzt hier nur dieser Vampy ist, probieren wir es einfach mal. Was früher praktisch war an Vampy, dass man so früh einen Antidot bekommen hat. Vampy, der Antidot. Okay, gut. Das hat sich nicht gebufft, ne? Ne, es hat sich nicht gebufft. Also, du könntest es nochmal probieren. Du kannst natürlich vorher noch versuchen, Fleisch zu werfen. Für Items. Wir nehmen mal einen Futter, ne? Monster Bait. Futter ist das. Genau. Das geht immer auf alle Monster. Und dann Scout drücken. Ja.
dann scrappen wir mal. Jetzt versuchen wir mal so aus zum Bein und schon lecker Fleisch hier. Ja, das erhöht halt die Chance schon mal um 20% einfach so. Denn die Gurke ist natürlich nicht vegan. Das ist eine Fleischgurke. Hier ist gar nichts vegan in diesem Spiel, ja. Sehr schön, wir haben die Gurke bekommen. Oh, die ist das finde ich. Waschig. Ja. Huiuiuiuiuiui. Agility 2. Das Ding, wow. Das Ding ist schon wirklich Müll. Ich gebe es einen sehr kreativen Namen. Gurki. Oder nennst du es einfach Gurke? So, ich passt schon gar nicht mit in mein Team nehmen, weil ich würde das niemals benutzen. Nee. Ich glaube, es ist sogar zu schlecht fürs Paaren. Also hier ist gerade alles zu schlecht eigentlich zum Paaren, aber du musst es ja tun. Richtig, irgendwo muss man ja anfangen. Genau, also wir müssen natürlich jetzt schauen, was, ich weiß noch nicht genau, wie hoch wir jetzt leveln müssen, damit wir eine Chance gegen den Boss haben. Weiß ich gerade auch nicht. Aber ich denke, Stufe 10 oder so. Das Problem ist, wenn wir jetzt gerade schon so Probleme haben in die Random-Gegner, dann wird uns der Boss wahrscheinlich gerade nass machen. Gleichzeitig muss ich sagen, möchte ich eigentlich den Boss zügig haben, weil der hat natürlich sofort in unser Team kommt. Undead Udor. Oh ja. Das macht was? Kann man sich das angucken vorher? Ich glaube mit A. Jetzt ist es spät. So. Da immer neue Gegner spawnen, ne? Würde ich sagen. Gehen wir mal runter und dann. Genau, wir haben zwei neue Monster jetzt gesehen. Das Original hatte 255 Monster, glaube ich. Oder? Das war auf jeden Fall auch schon mehr als Pokémon hatte. Genau. Irgendwas in der Dreh auf jeden Fall. Oh Gott. Hier hast du auf jeden Fall mehr als 700. Zweimal Swarm. Jetzt haben wir bauen. Bring das mal einen davon um, ne? Weil das ist schon. Ja, die KI muss ich sagen, stellt sich gut an, ne, dass sie wirklich auf eines mal drauf gehen. Genau. Später, wenn du einen Gruppenangriff hast, dann ist es auch sehr angenehm. So, und jetzt nutzen wir mal ein Monsterbait und scouten. Aber schön, dass er nach dem Monsterbait nutzt, automatisch auch Scout vorschlägt. Auch wieder, muss man sagen, es sind so Kleinigkeiten. Ja? Die machen es sehr schön, sehr angenehm. Ja, genau, genau, genau. Hat sich immer Gedanken gemacht darüber. Richtig. Ja. So. Das ist sogar von den Stats her ziemlich gut, na, fürs Level, oder? Fürs Level her, ja. Das ist okay. Also, das ist halt, was auch immer es dahin darstellen soll, das ist einfach ein Schwarm von roten Punkten. Ja. Wie gesagt, sobald nachher irgendwann die relevanteren Pokémon, sag ich schon, Monster kommen, ja, dann können wir euch auch deinen Namen sagen und so, aber das sind so die, ja, das existiert halt, ne? Wie ist denn das mit der Farm? Haben wir unendliche Platz eigentlich auf der Farm oder ist das ja, begrenzt? Ja, hast du. Da kannst du so viel raufpacken, wie du willst. Das war ja im Original nicht so. Und du hast ja nur zwei Boxen gehabt, ne? Du hast eine Arctic-Box und eine geschlafene Box, ja. Aber nee, hier kannst du so viele draufhauen, wie du lustig bist. Und auf der letzten Ebene können wir uns ja sowieso heilen, richtig? Ja. Also gibt es keinen Grund, den nicht jetzt einfach rauszuhauen. Einfach mal Angriff mit Magie und Co., bis es leer ist und dann greifst du ihn ganz normal an. Das, mach einfach nur die Kämpfe ein bisschen schneller.
Braucht man ja auch Level 10, damit man, als Minimum, damit man paaren kann. Ja, genau, Level 10 brauchst du halt wieder mindestens, um die wegzupaaren. So, ich gehe mal davon aus, dass wir gerade auf dem Level sind, dass der Schwarm sich stärker fühlt als wir, deswegen greifen wir uns mal aktiv an, ne? Kann auch sein, dass. Ja, es gibt welche, die wegrennen, auch von sich aus, aber. Der kann auch einfach aggressiv sein, der Schwarm. Aber So, von wir sich sind jetzt aus. schon. Seht ihr schon diese paar Level Ups, was die ausgemacht haben? Wo haben die Auch wenn jetzt ziemlich. schon die Level-Ups ziemlich scheiße sind. Genau. Wie man gerade beim Slime gesehen hat, auch oh, die Level-Ups fühlen sich nicht gut an. Aber es reicht gerade aus mit der Vierertruppe, Ja. dass wir ja die gut wegbekommen. Ja, auch schon vielen Dank für eure lieben Kommentare. Also habt ihr schon geschrieben. Der hat auch wieder ein Kyodai, der hat auch was geschrieben wegen dem Thema Bildschirmaufteilung, dass es so Und passt. musst du mal. Also haben wir es auch so beibehalten. Wir werden schauen, ob es vielleicht immer mal so größere Cutscenes gibt oder so. Ich weiß ja, dass die vierte Gen von Pokémon auch so Cutscenes zum Beispiel gemacht hat, wo dann der obere und untere Screen benutzt wurden. Ist das hier auch der Fall? Nicht, dass ich mich erinnere. Okay. Denkt dran, ja? Alles, was in diesem Let's Play nicht läuft, ist der Cloud schuld. Ja, weil. Wer auch sonst, Na, ja. er ist diesmal der vorbereitete Spieler und ich bin der Blind-Spieler. Das ist richtig. Ich habe auf jeden Fall viel weiter gespielt. Bis zum Ende. Das Sternturnier habe ich gewonnen. Und jetzt wäre noch der Post-Content wäre noch da. Wie lange hast du dafür gebraucht bis zum Sternturnier? Ich habe, glaube ich, 70 Stunden Ja. gespielt. Leute, ihr seht schon, das heißt, der wird ein bisschen länger. Aber halt auch viel mit Grindphasen zwischendrin, wo ich dann hier den Speed hochgedreht habe Und und trotzdem dann einfach 70 Stunden, nur. also sind es in-game 70 Ja. Stunden. Ja, so in-game 70 Okay. Stunden. Also wir werden nicht speeden oder ähnliches, ja. Was ich natürlich mir rausnehme, ist, dass ich, wenn ich Offcam trainiere oder so, dass ich dann mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochstelle. Aber da ich einen modifizierten 3DS habe, ist das ja kein Problem, da kann ich das ja machen. Genau. So, okay. Jetzt müssen wir Unten. mal langsam hier rauskommen. Ich denke mal, es waren genug Ja. Random Fights. Hier, ne? Genau. Genau. So. Ja. Da ist noch ein neues Neues Monster. Monster. Oh, die gab's, aber in Die weiß gab's waren auf jeden die. Fall. Ja, die waren weiß, ja. Das Problem ist, das sind so diese schlechten Monster, wo ich keine Ahnung habe, wie die heißen. So, es ist so, weil ich jetzt, ich erkenne es, aber es war zu Wie es im unbedeutend. Originaldeutschen hieß, ne? Das ist dann immer die große Preisfrage. Ich denke mal, die englischen Namen wurden hier übernommen von den Dragon Quest Monster Spielen, die es auch auf Englisch gibt. Ja, das heißt, ja. Beziehungsweise aus den Dragon Quest Spielen, weil alle Monster gab es ja auch schon in Dragon Quest. Ja? Es gibt ja hier jetzt keine Exklusivmonster. Zumindest nicht, von denen ich wüsste. Das heißt, die Namen wird es also in der Form auf Englisch so schon gegeben haben, gehe ich mal von aus. Okay, er hat sich nicht, ne? Also kann ich noch Futter benutzen. Ja, kannst du. Also du kriegst immer eine Meldung, wenn du nicht mehr füttern darfst. Aber du kannst zum Beispiel auch mehrere Futter schmeißen. Und das ist dann halt gecapped. Sozusagen, als wenn du ein Filet schmeißen würdest. Das wäre das Finale, was du Okay, schmeißen kannst. früher war es ja so, dass, glaube ich, drei Filets, ne, also das Maximum war, was dann, nachdem es nichts mehr gebracht hat. Deswegen war auch Geld, hat ja nicht wirklich eine Rolle gespielt. Bei Pokémon hat ja Geld keine Rolle gespielt. Aber bei Dragon Quest Monsters war Geld durchaus was. Ja, wie nennen wir das Vieh? Watte.
So. Das war sehr kreativ von mir, ich weiß. Danke, danke. Monster 0. Ich danke für alle, die mich unterstützt haben. Ohne euch hätte ich niemals diese Kreativität gehabt. Danke. Bin sehr stolz auf dich, Steve. Sehr stolz. Danke, danke. Ich glaube, du sollst auch mal heilen. So, die HP wandern. Kannst ja mal Holm benutzen. Holm kann ja heilen. Ja, stimmt. Ich muss ja nicht mal Items benutzen. Auf den Stab gehen. Ja. Use Monster Skill, genau. Ne. Und Holm kann er überhaupt heilen? Er kann nicht heilen. Holm kann nicht heilen. Du musst ihn, glaube ich, mal skillen, kann das sein? Habe ich irgendwo nicht benutzt, das Skill Points stehen hier irgendwo. Das kann sein, was er noch gar keine Skills hat. Geh mal zurück. Das erklärt übrigens auch, warum er Dass er nichts in seinem genutzt Kampf hat. nicht geheilt hat. Du musst auf dieses. Neben dem Speichersymbol. Das hier. Ja, Skill Point Allocation. Heum hat 8 Punkte, genau. No. Ja. Healer, ja, der hat noch nichts drin, ja. So, jetzt kann er heilen. Sonst hätte er im Kampf auch irgendwann schon mal geheilt, aber. Ja, jetzt kann ich. Okay. Und das kannst du nachher mit anderen Skills halt auch machen. Sehr Mit schön. Mega Heal oder mit dem Gruppen Heal, was auch Kann ich immer. den normalen hier trotzdem noch benutzen oder kann ich noch Mega hier benutzen? Du kannst die anderen auch Ah, das benutzen. ist Du hast cool. ja alle frei, du hast ja alle freigeschaltet, ne? Das war ja Aber. früher anders. Ja. So, ich denke Da geht's mal. nicht hoch, Steve. Kann ich irgendwo Da hochgehen? ist ein Leiter, Steve. In der Mitte. Das ist eine Leiter. Ah. Da. Da kannst du immer nur runtersliden. Das ist dann die Seht ihr, Fähigkeit. Leute? Nur dank Clouds Co-Kommentator Skills war es ihnen gerade möglich, diese Leiter zu finden. Ja, Nein! Ah, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie ich wollte das. es einfach nur mal zeigen, wie das funktioniert. Ja, genau. Das Nein war einfach nur ein. Oh, ich falle runter, aber ihr seht. Ich falle nicht runter. Zeige euch nochmal das Leiden. Übrigens, nette Animation. Aber Animationen sind ja eh überbewertet, nicht wahr? Die braucht keiner. Die bringen mir keinen Mehrwert. Die verlängern nur meine Gamezeit. Ja, die sollen bloß weg. Hui. Na, das kann. Komm her, Gurke. Schlauwasserschwarmakt, der klar das stärkere Monster ist. Ja. Die Gurke kann halt nichts. Die ist halt eine Gurke. Dagegen der Schwarm, ne? Der macht zumindest durchaus Schaden. Na, das ist, hä? Ach so. Okay, wir haben 11. Dann machen wir mal, lernen wir mal, würde ich sagen. Zap. Oh, bald können wir paralysieren durch Body Slam. Nice. Ich fand schon immer das Attackenkonzept halt faszinierend von Dragon Quest Monsters. Also dieses so, diesen MP nutzen. Man hat das ja indirekt bei Pokémon, in dem die Attacken unterschiedlich viele AP besitzen. Ja? Das heißt, im Flammenwurf könnte man ja sagen, hat brauchen auch mehr MP als einen Glut. Weil du hast ja weniger AP.
Oh, ist das ein. Ist das ein. Windrake ist die nächste Form davon. Wie ist die erste Form davon? Windrake ist die zweite Form. Windweeper. Genau, Windweeper. Oh, Leute, Windweeper. Hier gibt es Windweeper. Das ist nice. Denn, Leute, zwei Windweeper sind ein Windweeper und zwei Windweeper sind ein Burger. Burger war damals mein erstes. Da kommt ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen bei raus. Was aber einfach dumm übersetzt war. Na, also mit. Da kommt etwas raus, das du noch nie gesehen hast. So dieses, ne? Also, ja. Das ist eigentlich, die Aussage ist halt falsch, weil ich habe ja viele Monster noch nie gesehen. Aber gemeint war damit ein Monster, das er noch nicht gesehen hat. Ja, also der Monster Master selbst. Das heißt, das ist für besonders starke Monster. Man hat sich eigentlich immer gefreut, wenn sowas rumkommt, ne? So dieses so, was Unbekanntes. Ich muss sagen, Burger mag ich, auch wenn ich, glaube ich, damals in meinem Let's Play Burger ständig down gegangen ist. Burger ist dauernd gestorben, ja. Oder er hat seinen Heal dann doch gefailed und war dann die meiste Zeit ziemlich tot, aber... Und zwar... Ja, die Werte sind gar nicht so bad für das Level. Ja, stimmt. Wow, stimmt, für das Level ist das ziemlich gut. Ja, er hat ziemlich viel HP ja schon. Relativ hohe ATK. Er ist halt blöd und hat keine Death, aber ja. Leute, irgendwann gewinne ich mich daran, wie es mit der Anordnung. So, unser Viper. Jetzt möchte ich gerne. Wir nutzen mal Plus- und Minus-Symbol, ja? So. Was meine ich damit? Viper. Minus 1, ja? Also, Viper weiblich 1, ja? Ja. Denn wir brauchen davon ja noch mehr. Wir brauchen mindestens zwei weibliche, mindestens zwei männliche davon, ja? Und deswegen, damit wir die einfacher finden, nur mal richtig mal so durch. Habe ich das früher auch mal gemacht. Ne? So. Mal schauen, vielleicht verstehe ich bitte nicht mehr, was ich damit meinte, aber aktuell fühlt sich das ganz gut an. Ich glaube, die Kerze brauchen wir nicht auf der Bank, oder? Nee, brauchen wir nicht. Oh, haben wir gleich alle Vipern hier besiegt. Spielt es eigentlich eine Rolle mit Tag und Nacht oder ist ja einfach immer Nacht auf dieser Ebene? Das wechselt sich automatisch nach der Zeit. Aber ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. So, wir sollten jetzt auch versuchen, zügig dann doch jetzt durchzukommen, weil wir haben keine MP mehr. Das heißt, die Kämpfe werden jetzt nur länger werden. Hat er mal gerade Wachsmax oder so? Oh mein Gott, es ist so dumm, dass es denn... Oh mein Gott. Wirklich? Mein Nasenbär gerade so blöd, nicht selbstständig einfach anzugreifen? Ja. Okay, und wir müssen... Obwohl, nee, gut, es nutzt sinnvoll den Heal. Ich dachte schon, wir müssen das unbedingt ausschalten, aber... Bitte. Sehen diese Kerze ja so viel aus. Ja gut, okay. Das ist okay. Ja. Und wir gehen nicht mehr jeden Level ab. Skill Points. Ihr seht das ja auf den unteren Screen, weil wir welche bekommen. Das sind Vipern. Ich habe jetzt aber keine Items gesehen. Also ist mir das mal egal. Wir gehen zur nächsten Ebene. Mir sehe ich schon, die Dungeons werden natürlich immer länger. Mhm. Ich muss nachher 20 Ebenen oder so. So am Ende. Gott, müssen wir bei sowas hier richtig balancieren, ja? Nee.
Ich kann nicht runterfallen oder so, ne? Können wir runterfallen bei solchen Sachen hier? Nee, kannst du nicht. Okay, gut, weil ansonsten sage ich dir jetzt schon, wird das sehr oft passieren. ich sehe jetzt keine weiteren Items. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal. Ich schaue dann ganz kurz, ob hier Items rumliegen. Ah, ich habe was gefunden, was dich vielleicht interessiert. Ja. Was hier rumliegt, oder wie? Nein, nein. Du meinst, was du mir zwischen den Parts erzählst? Ja, genau. Na, guck mal, noch mehr Windwiepern. Ja, Windwiepern sind es noch nicht. Ja, aber... Das ist eine Snake! Ein Mighty Snake! Na los, komm her, du Schwarm. Aber schon krass, wie lang das ist, der Dungeon. Gibt es wieder eine Möglichkeit, dass wir erkennen können, wie viel Ebenen das hat? Ich glaube, dafür gibt es ein Item wieder, ja. Mhm. Dafür habe ich ja immer eine Feder im Inventar gehabt, ne? Ja. Die hat doch immer hier zum Ende des... die Richtung gezeigt, wo das nächste Brunnen ist. Genau, oder? Genau. Was nicht, ja, irgendwie so. Was aber manchmal auch blöd sein konnte, war, wenn das hat nur die Richtung, also die Himmelsrichtung angezeigt. Und manchmal musstest du aber gerade in Wirklichkeit nach Süden gehen, weil du irgendwie eine Kurve laufen musstest, weil halt Wasser dazwischen war oder so, ne? Also. Das hat nur gesagt, okay, in diese Richtung ist das. Nicht, dass man da wirklich lang gehen muss. Ja. Und wie gesagt, der Grund, warum wir noch nicht in den Laden rein sind, recht simpel zum Marktplatz, weil wir uns gesagt haben, okay. Ich glaube, das müsste jetzt schon die finale Ebene jetzt sein, weil die Musik hat sich ja auch geändert, ne? Mhm. Das ist immer ein gutes Signal dafür, dass du angekommen bist. Ja, nochmal eine sehr breite Ebene. So, und hier müssen wir jetzt ja wieder das freischalten, ne? Also, na Gurke, lass uns in Ruhe. Was ich schön finde, dass du das Item einsammelst und gleich weiterlaufen kannst. Es ist auch gut, dass du jetzt mit Pokémon genauso funktioniert. Ja. Und das ist auch wieder etwas, was einfach nur, ja, einfach dadurch, es wirkt euch wieder gepolischter, weißt du? Flüssiger, viel flüssiger wirkt das so. Genau. So, da geht's weiter. Ich schau mal ganz kurz, da... Also, wird noch nicht die letzte Ebene hier. Scheinbar. Kann auch die letzte Ebene sein, Steve. Es ist ja nicht so, dass die letzte Ebene nicht größer sein kann. Wie meinst du das? Also ein zweiter Bereich. Ach so. Also, es gibt mehrere Bereiche. Kann ja trotzdem mehrere Bereiche auf der letzten Ebene geben. Es ist ja nicht so, kommst runter und bist direkt beim Runterspringen. Nee. Ich verstehe. Ja, okay, gut. Weitere Items dann hier nicht rumzuliegen. Ja, wenn wir hier und da mal einen Herb übersehen oder so, dann ist das, denke ich mal, so, dass es jetzt, ne? Sagten wir jetzt und später gehen wir pleite. Kann passieren, ja. Können wir Items verkaufen? Ja, natürlich. So. Sehe schon, aber sehr gut. Das Plus ist immer. Und genau, das Plus, damit siehst du schon, da ist der Heelstein. Map Herb. Das deckt dann nochmal die Karte auf, dann weißt du, wie alle Ebenen hier aussehen. Ja. Hm. 48 Gold. Why not? So, dann berühren wir mal. Jetzt können wir uns hier hin teleportieren, richtig? Jetzt muss man sich hier hin teleportieren können, ja. Genau. So. Aber zum Boss. Der hier ist, ne? Nee. Der ist nicht hier. Wo ist denn der Boss?
Also auf der anderen Feld muss noch einen Ausgang geben. Na, hier ist okay. nämlich nichts mehr. Aber zum Boss, Leute. Gehen wir erst im nächsten Part. Ich war Dististiv und... Cloudblind, wir achten es auch da. Was wir immer über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.